Moin, herzlich willkommen bei Ricks Modellbau. Beim Käfer geht es weiter mit Ausgabe 72. Und zwar die Scharniere der Fronthaube. Und dieses wird dann schon an die Karosserie dran geschraubt. Das werde ich aber dann ändern, weil ich werde es zwar festschrauben, aber dann die Haube wieder an den Scharnieren abschrauben, weil es steht sonst Gefahr, dass mir das dann irgendwie kaputt bricht. Aber ich werde es erstmal dran machen, um zu sehen, wie gut das da passt. So, dann werden wir mal gucken. Als erstes, wie immer, Teile befreien. Das ist etwas, das wird sich auch so schnell nicht ändern, weil die Teile alle eingepackt sind. Wird sich wahrscheinlich nur die Art und Weise des Befreiens ändern, wenn es dann irgendwann mal alles in Papier, Karton geliefert wird. Aber es ist ja nicht weiter schlimm. So, wir müssen aufpassen. Das sind kleine Metallplättchen. Die brauchen wir. Die Scharnierteile sind allesamt aus Metall. Das ist schön. Wir haben CM, DM, BM und AM Schrauben. Also alles Metall. Ich hole euch jetzt mal ein bisschen näher ran. Und dann wollen wir mal gucken. Wir sollen anfangen. Das ist dieses Teil für rechts. Nein, links. Wir sollen links anfangen. Links. Da steht nämlich eindeutig links. Und dann haben wir auch hier den mit dem L links und hier ein R wie rechts. Dann brauche ich zwei AM-Schrauben dafür. Mal googeln, welche Schraubmaschine ich da nehme. Ups. Ich glaube, ich muss die mal ein bisschen nachmagnetisieren. Aber auch ein bisschen besser hält. Ein bisschen Öl. Und wieder voll die Zitteritis. So, das kommt so rum hier dran. Jo. Jo, sind ein bisschen fest. Gut, es muss halt alles schön dicht sein. So, dann, wenn wir das haben, brauchen wir eine BM-Schraube. Weil wir dieses Teil jetzt hier drauf. Ich
Also es muss beweglich sein. Gut. Wenn wir das haben, kommt mit noch einer BM-Schraube. Die ganze hier dran. Och, da habe ich ja noch. Da kann ich ja noch ein paar Meter schrauben. Gut, das soll dann jetzt hier an die Motorhaube dran, und zwar mit DM-Schrauben. Einmal und zweimal hier festgeschraubt. Dass das fest ist. So. Dann muss ich schauen, dann kommt dieses Teil und das hier auch wieder mit zwei BM. Nee, AM. AM-Schrauben. Die Schrauben gehen recht schwer, trotz Öl. Aber das ist ja nicht schlimm, wenn man das vorsichtig schraubt. Und rechtzeitig vor dem Knack aufhört. So, und dann wird noch eine BM-Schraube hier vorne einfach drauf. Okay, weil da hat man eine Seite ein Scharnier. Vorle. Da die ganze kommt hier drüben hin, so hin, wieder mit zwei DM-Schrauben. Gespannt, wie bei uns heute das Wetter wird. Es sind Gewitter angekündigt und wir
hier in der Region, in der es eine erhöhte Möglichkeit von sehr lokalen Tornados geben kann. Naja, ich glaube nicht, dass wir hier einen kriegen. Aber das Wetter ist schon was Seltsames, ne? So, als nächstes brauchen wir der Karosserie. Der Karosserie. Jawohl. Hole ich einmal ein klein bisschen weiter weg. So, da kommt nämlich hier die Haube. Die Scharniere kommen dann da so rein. So. Und da die ganze. Wird mit die CM-Schrauben befestigt, und zwar kommt da nämlich eins von diesen Metallplättchen drauf, die dann sozusagen, ups, da geblieben, die Feder sind. So ein bisschen wie an den Türen einen leichten Federmechanismus hat. Mal gucken, ob ich das hier so unfallfrei reinbekomme. So, Anspannung. Also die Haube sieht schon mal gut aus. So, dann haben wir auch davon ein Bild für den Screenshot. Halt, man sieht, was wir hier Schönes gebastelt haben. Jo, also ich werde es dann, wenn die Kamera aus ist, wieder abschrauben, damit es mir halt eben nicht kaputt bricht. Ja, das war's dann für diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Rick.